Ich muss gestehen, ich habe Probotector noch nie so wirklich gespielt. Klar, manchmal hier und da angespielt, aber mein Spiel aus der Kindheit war Probotector 2. Das habe ich gesuchtet mit meinem damaligen besten Kumpel. Aber Probotector 1 hatte ich damals nie. Habe ich auch nie so wirklich gespielt. Ich weiß nicht warum. Ich habe Contra, also das eigentliche Spiel, mal hier und da kurz angespielt. Aber ich habe mich noch nie stark mit Probotector auseinandergesetzt. Deswegen wird es mal Zeit. Es wird zwar genauso knüppelhart sein, aber ich will mal gucken, wie weit komme ich mit ein Continue. Und wir sehen uns nach dem Intro. Los geht's bei Probotector. Oh, die Musik schon. Ich wollte deswegen auch Probotector spielen, nicht Contra. Ich mag Probotector lieber, ehrlich gesagt. Ich mag das mit den Robotern. Weil bei Contra sehen die halt so generisch aus mit den Stirnbändern und oben ohne. Aber es wird sich wahrscheinlich genauso gut steuern wie Probotector 2. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen. Ich will jetzt hier nicht rumloopen. Es sieht halt ex. Also, so viel nimmt sich das nicht mehr. Contra 2 sieht vielleicht noch einen Ticken schöner aus. Aber es spielt sich genauso gut. Ich glaube, ich kann sogar ins Wasser, oder? Ja, oh, jetzt bin ich schon erschrocken. Weil es kann man im zweiten Teil auch und kann untertauchen. Dann dürfte mich eigentlich nichts treffen. Die Musik, ey. Konami und Musik war einfach. Hat er mich doch noch erwischt, der Lümmel. Wo sehe ich denn meine. Ach, da oben links. Stimmt, ich dachte früher mal bei Contra. Ach, das sage ich schon, Contra, bei Probotector 2, als ich es hatte. Links oben die Lebensanzeige, dass sie aussehen wie Fußsoldaten von Ninja Turtles. Aber die können sehr schnell weg sein, diese Leben. Also, wenn man sich blöd anstellt, was manchmal vorkommt bei Contra, bei mir auf jeden Fall, dann kann schon nach einem Minütchen Schluss sein. Ich bin doch so ein Idiot. Ich wollte da hochspringen. Ich habe nicht gecheckt, dass ich erst da runter muss. Oh mein Gott. Seht ihr, das meine ich. Wenn man sich blöd anstellt, kann schnell vorbei sein. Aber hier geht sogar noch. Man wird noch nicht so zugemüllt mit Gegnern. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen muss. Die Kanonen? Anscheinend. Aber wenn ich weiter vorgehe. Dann habe ich Angst, dass mich das trifft, wenn ich da vorne auf diese Plattform gehe. Treffen mich doch diese Kugeln instant. Dauert zwar ein bisschen, aber es sollte vielleicht so auch funktionieren. Ja. Und das andere auch, ja. Muss nur von oben aufpassen, weil da so kleine Kügelchen kommen. Nicht, dass mich da eins mitnimmt. Wahrscheinlich geht hier niemand so auf Nummer sicher wie ich bei diesem Gegner. Ich meine, ist ja erst der erste Gegner. Aber ich glaube, wenn ich halt hops gehe, dann war es das, weil ich schon zweimal gestorben bin. Und nu? Ah. Ich traue mich jetzt einfach mal in der Hoffnung, da kommt nichts mehr raus. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus.
Ich glaube, jetzt kommt sogar so eine Stage von oben oder von hinten. Oh ne, ah doch. Okay, die Perspektive verwirrt mich noch. Achso, ich muss vorne gehen, okay. Aber für NES ist es schon mega, mega cool, ey. Weil bei Probotector 2 hat man ja dann diese Top-Down-Level, die habe ich geliebt als Kind. Die fühlten sich so nach Freiheit an. Ach, das ist eine Granate, ich Idiot. Ich habe gedacht, das wäre ein Item. Das war's, oder? Oh. Aber macht super viel Spaß. Also Probotector 1 und 2 sind einfach Klassiker. Vielen Dank für eure Zeit. Schade, dass es vorbei war. Tut mir leid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.